Hallo Leute, hier sind wir wieder MacPistol 2051 und Varuna MC. Hallo Minecraft, hallo MacPistol. Ja, Sky Factory, Sky Factory. Kommt's ins Knick? Ja, das sieht sehr ungesund aus. Ja, ich habe mir überlegt, ich habe nämlich bei deiner Aufnahme gesehen, dass mein Kopf unten noch einen dunklen Flecken hat. Den sollte ich vielleicht auch mal, als den hier meine ich, den dunklen Fleck. Wo ich den kann den in den Hals gucken. Genau. Sieht jetzt sehr pervers aus. Dass mal genau diesen Fleck, dass ich den noch ein bisschen am Skin bearbeite. Und dann, ja, geht's weiter. Es gibt ein paar Neuerungen. Hier, ja, diese Maschinerie hier von MacPistol. Hier ein Alloy-Spelter, alles soweit automatisiert. Man muss nur den Gravel von hier in den... Oh, jetzt habe ich den hier wieder ein bisschen geboostet. Nur hier reinhauen und dann... Na, muss ich, das ist auch schon automatisiert. Der Gravel? Ja, guck doch, das Männchen kriegt immer regelmäßig Gravel nachgeliefert. Ja, stimmt, da oben, da geht ein Energy-Conduit rüber. Das ist ein Item-Conduit. Item-Conduit, klar, Energy ist in der Boden. Basic doch. Na, deswegen die Hämmer kriegt das Männchen aus der aufgesammelten Gravel-Kiste regelmäßig Gravel zum 7. Genau. Das sieht uns den, dann müssen wir das nicht mehr machen. Wenn man dem ab und zu was zu essen gibt, dann gibt es noch ein bisschen mehr Gas. Genau. Und ich habe die Solarzellen immer noch auf Energy-Conduits gesetzt, damit sie die Energie gleichmäßig auf alles verteilen. Und wir haben hier... Gucken, dass ich noch ein bisschen Aluminium zusammenkriege, um ein paar weitere Solarzellen zu bauen, und jetzt höre ich auf, dir dazwischen zu reden. Menno, immer ist er am Schwätzen. Und hier haben wir die Monsterwalle noch ein bisschen aktiviert. Da innen sind Wooden Pipes, Spikes, die machen die Monster tot, machen 4 Schaden, wenn die sich bewegen. Da ist eine Kiste, die das Zeug aufsaugt. Warum geht der Looting-Bag nicht weiter? Weil der wird eigentlich hier unten einsortiert. Ja, da haben wir ein bisschen was angelegt mit Fässern, dass wir nicht die ganze Zeit dieses Zeug aufsammeln müssen. Ja, da war das ist ein anderer Looting Bag, das ist ein Worn-Out Looting Bag. Aber vielleicht doch noch ein paar Fässer mehr da unten. Ein Kuchen. Ja, Kuchen haben wir gerade genug. Und ich möchte jetzt diese Folge da hinten einen Harvester hinsetzen. Und dafür brauche ich aber irgendwie Energie. MacPistol sagt, das geht nicht. Ich sag, das geht doch. Also, schauen wir mal. Ja, ich will jetzt auch noch eine Solarzelle mehr hinsetzen. Allein für die Geräte, die hier stehen, brauchen wir die schon. Ich hoffe mal, dass ich genug... Also erstmal brauche ich 6 Ingwer. 8 Gold, 9 Gold. Das haben wir ja sogar. 9 Gold! Verdammt, denn ich habe mich geärgert, dass ich 3 benutzt habe. Redstone brauchen wir. Essen brauchen wir, glaube ich, auch noch, oder? Gar keinen Hammer mehr. Ich habe übrigens hier mit automatischer Hammeraufführung gemacht. Boah, gibt's hier. Wow, wie geil. Wir könnten Soundmuffler machen. Echt? Oh, schön. Enderperlen haben wir, Wolle haben wir, mach. Enderperlen brauchen wir nicht. Wir brauchen Redstone. Das ist das Problem. Ich baue jetzt erstmal kurz die zwei den Harvester. Und dann gucken wir mal weiter. Weil die komischen Viecher da, die nerven schon extrem. Ein Nickel und 2 Eisen. Ich habe nur noch 3 Eisen. Alles auf der. Was heißt das eben? Vakuumhopper. Aber der soll halt den Kram von den Viechern auffuttern. Aufsaugen. Wo haben wir denn Nickel? Also ich sehe 2 Pulver. Ein Nickel habe ich. Broken Nickel Ore.
Denk dran, die Ores hier zerkleinern, nicht in den Ofen werfen. Den Nickel Ore Gravel? Ja. Den Pulverizer, und was krieg ich daraus? Zwei Erze. Zwei Pulver. Ah. Damit wir auch doppelt so viel rauskriegen, sonst haben wir doch wieder Mangel. Ich wollte noch Eisen. Guckst du grad? Eisen müssten wir doch eigentlich haben. Ich hab keinen. Aluminium, und wir haben noch mehr Aluminium. Drüben kein Eisen drin? Ja, dann hat das Männchen da hinten bestimmt welche. Das dachte ich, das ist da. 51 zerbrochene Eisenerze. Das ist sehr schön. Und einen Diamanten. Und 9 Emeralds. Das ist gleich. Emeralds sind hier irgendwie easy peasy. Gibt's einfach mal so nebenbei. So, wenn du fertig bist, kann ich mit den. Ja, genau. Schneeblöcke. Und noch ungebratene Kartoffeln. So, dann hauen wir die 8 Eisen noch in den Ofen. Ja, mag sein, wir haben da hinten einen Alloy-Smelter stehen, dass es unpraktisch ist. Aber der hat eben noch nicht so viel Energie, dass es für mich die einfache Variante ist. Hm. Okay. Dann ist es. Ah, das wird noch Raw Plastik. Ich hab ein Medaillon, das uns, das mir die Chance gibt, wenn ich Blöcke kaputt mache, dass ein Glücksblock rauskommt. Ja. Was hat er denn gemacht? Plastik brauchen wir noch. Warum hast du hier Glas? Weg damit. Nicht weg damit, ich brauche das Glas. Ja, ich brauche nur kurz. Ich habe doch schon Eisen. Ich dachte, du hast nicht genug. Ich habe extra reingemacht. Nee, ich habe schon Eisenbarren. Achso, ja, dann gib mir mal das Glas. Okay. Ach, das hat schon der Hopper aufgesammelt. Nee, kann er nicht. Kam bei mir nicht an. Wo ist es hin? Ich hab's rausgeworfen. Hier ist voll. Das müssen wir noch vakuumisieren, damit es ins Void geht. Aber der hat es nicht aufgesammelt, die Truhe hat es so, nicht. Die ersten drei Invar haben wir. Brauchen wir für keine eine Schere, Ahnung, eine normale ist. Ah, da. Das ist doch aufgesammelt, glaube ich. Okay, dann haben wir das dann noch rein. Also. Verzeiht mir die Muster, die Creeps drehen am Rad. Sticks haben wir noch. Ja, wir brauchen unbedingt den Soundmuffler. So, zwei Inver-Äxte. Goldzahnräder haben wir schon mit Plastik. Geräuschkulisse ist echt furchtbar. Das ist easy. Ich hab dir ja schon am Anfang gesagt, es ist vielleicht keine so tolle Idee, den Turm da hinzusetzen. Ja, ich sag mal, wenn wir da dann. Ach, Warplastik muss ich nochmal schmelzen. Ach so, mach ich das eigentlich. Wenn wir die Soundmuffler dran haben, dann geht's. Dann wird das besser, dann wird das. Ach so, ich hab hier noch Sand von dir. Ja, dann ab in den Ofen. Guten Morgen! Oh, das kommt Zeug raus. Was hast du aus dem Ofen rausgeholt? Eisen. War das ein bisschen? Oh, die Mobs. Der ist mal gerade aus der Dings umgefallen. Die Hexe hat mich einfach durch die Glasscheibe nach außen vergiftet. Cool. Jetzt, was wir haben, sind da gestapelt. Die müssten doch eigentlich sterben bei den ganzen Spikes. Ja, die Spinnen halten das wohl auf.
Ah, diese Ruhe. Ja. Ach so, ein kleiner Funkschleim. Nee, der macht aber nichts. Der ist friedlich. So. Hast du mein Aluminium aus dem Ofen genommen? Ah ja, Aluminium war das. Hier. So, dann brauchen wir noch ein Maschinenframe. Ich brauche 4 Glas und den Tin. Wo ist das Aluminium? Brauche ich? Ah, da liegt's. Hast du mir 4 Glas? Ja, hier kannst du ganz viel haben. So, ein Tin Gear. Auch Redstone, oder? Haben wir noch Redstone? Oh, ich brauche ein Eisen. Gibt's ja nicht. Kein Redstone, shit. Wie, du. Das sind doch 4. Ja, aber ich brauche 8. Guck mal unten. Da ist unten schon was. Ja, okay, mal grüne Bags öffnen. Sind 9 Stück da. Ja, du hattest kein Eisen mehr, oder? Ich habe noch 13 Eisen bei mir. Ich bräuchte noch 2. Sofort. Achtung, dreh dich nicht um, da ist jemand. Ich bräuchte mehr. Hm? Ah ja, danke. Echt? Was soll im Skin? Na, falsch rum, war ja klar. Kuchen. So, Maschinenframe. Invar Spitzhacke, Axt, Invar Axt. Einmal Scheren, zweimal Plastik, einmal Redstone Reception Coil, zweimal Gold Gear Harvester. Jawoll. So, und dann wollte ich noch Revival. Wir brauchen nochmal 2 Eisen. Aha. Lass dich einfach mal wursteln. Ah, brauchen wir auch noch 2 Pistons brauchen wir noch. Wahrscheinlich mache ich das jetzt wieder falsch schon. Kabelstone brauchen wir auch noch. Ein gammeliges Redstone bekommen wir aus allem. Dort war es nicht wert. So. Na Quatsch, ein Piston geht doch anders. So. Glaube ich zumindest. Oh je. Ja. Da. Du anfängst hier rumzuglauben. So. Was wollte ich denn hier jetzt bauen? Ah, das war's schon. Okay. Ich kann mal vorbeikommen und dich hauen. Vielleicht hilft das. Ich hab einen. So. Dann. Ich hab einen Open Blocks Tank. Wo hab ich die Erde hin? Kann man gut für XP nehmen. So. Irgendwo habe ich vorher noch eine Kiste gesehen. Hier. Kiste. Was brauchen wir noch? Erde. Saplings. Saplings. Oh gut. So viele können wir sowieso nicht anpflanzen, weil der noch keine Range hat. Der Harvester. Ja, Enderman Aggressivmodus. Spitzhacke. 1, 2. Pass auf, hinter dir ist ein aggressiver Enderman. Wenn du runterfällst, ich hab dich gewarnt. Ja, aber der macht, ist ja nicht böse auf mich, der will nur dich hauen. Hm, man weiß es nie. So, ich habe halt den Tank mal hier hingestellt und dem Vakuum Hopper gesagt, mach doch die XP bitte hier hin. Der sammelt tatsächlich XP von den toten Creeps. So. Und was brauchen wir noch? Die Chest. Ich habe so viel Krams dabei und weiß nicht, wo ich es hinlegen soll. Na, Energie kriegt er schon mal. Wir haben jetzt leider keinen Baum mehr, sonst könnte man den mal ein bisschen beschleunigen hier. Aber das würde ich jetzt gerne noch machen, weil der muss funktionieren. Ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es schon mal gemacht habe. Bei Crash Landings.
Wir haben gar kein Holz mehr. Haben wir gleich wieder. Warum ist da ein Cobblestone in der Looting Bag? Das habe ich mir auch schon gefragt. Das hat man eben gesehen, dass ich mir den angeguckt habe, aber ich habe ihn nicht reingelegt. Das sagt er immer. Und dann war es doch. Guck dir halt mein Let's Play an. Siehst du, dass ich nicht war? Dann hast du es vorher gemacht. Was wollte ich denn jetzt noch? Bombi. Das reicht doch nie. Was? Ja, das Holz, was ich gerade abgeerntet habe. Was willst du denn bauen? Also noch ein Päckchen Solarzellen. Das bringt ja immer noch nichts, verdammt. Zack, zack, zack. Gibt ja noch Redstone dafür. Ja, der Harvester arbeitet zwar langsam, aber er arbeitet. Ich könnte noch ein Energy Survivalist Generator bauen. Und dann geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Guck mal, gerade wie ich die Chance für ein Eisen. Boah, gerade noch 30 Grad. Oh, 20%. Kommt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Sachen raus. Und wenn ich jetzt den Gravel. Ja, jetzt geht's schon ein bisschen schneller. Auch 14 Sachen raus, nachher kommen halt keine Diamanten und sowas raus. Ha, man muss Gravel und Sand sieben, ungünstig. So. Also definitiv Fakt ist, es geht. Wenn auch langsam. So pro Tick. Pro Sekunde baut er einen Block ab. Denk dran, du musst noch ein Voidpipe an das Ding anschließen. Warum? Wenn das, je mehr Sludge da drin ist, desto langsamer wird das Ding. Ach so. Ja, bis es voll ist. Ich kann dann auch einfach abbauen und wieder hinpflanzen. Und jedes Mal, wenn es voll ist, eh neu bauen möchtest, gerne. So, wenn keine Energie drin ist, ist es okay. Da hatte ich mich nämlich schon mal gewundert, dass das Ding irgendwie nichts macht. Und gedacht, das kann doch nicht sein, es steht doch alles richtig. Und ewig rumgeknuddelt und dann irgendwann im Internet gefunden, ganz versteckt, ja, wenn das Sludge voll ist, dann arbeitet halt Katzen langsam. Ja, also, aber es geht. Und du hast gesagt, es geht nicht. Du hast gesagt, wir haben nicht genug Energie dafür. Stimmt doch gar nicht. Also, wir haben relativ Energie dafür, gesehen. Aber nicht viel. So, das Männchen hier macht fleißig, sehr schön. Eisenprobleme haben wir so schnell erstmal keine mehr. Müssen wir mal gucken, wie viele Diamanten wir eigentlich inzwischen haben. Dann würde ich nämlich fürs nächste Mal. Oh, wir haben 7 Diamanten. Wo kommt die denn her? Den Hammer ausprobieren oder sowas. Ich brauche mehr Solarzellen, das heißt, wir brauchen mehr Aluminium. Ha, ungünstig. Naja, wie dem auch sei. Genau, weil. Versuch einfach das nächste Mal ein paar Solarzellen und ein bisschen mehr Energie zu machen. Irgendwie kriegen wir das hin. Auch schon wieder. Wenn der Baum hier noch durch ist. Ich will hier noch die Blöcke in Charcoal umwandeln. Deshalb steht da ein Ofen, der macht jetzt gleich Charcoal. Dass die Energie wieder nachgefüllt wird. Ja, wie gesagt, McChrystal hat gesagt, eine Voidpipe muss noch dran. Das muss ich noch bauen, aber die erste kleine Baumfarm läuft. Ist wirklich klein. Aber was soll's. Lieber klein und fein, wie groß und zappig, dappig oder so ähnlich. Also McChrystal, Enderman, hinter dir. Macht nix. Gut. Was sagt die Zeit? Durch. Okay. Ja, dann mache ich noch ein bisschen Staub und ein bisschen Redstone, den wir brauchen, um mehr Solarzellen zu machen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, sobald es vorwärts geht. Bis dann. Bleibt noch versteckt. Ciao. Ciao.